Genau, also Sie beziehen ja jetzt Leistung hier beim Jobcenter und für diese Zeit werde ich Ihre Betreuerin sein. Bale. شما که الان در حال حاضر جاب سنتری هستین به اصطلاح تمام هزینهاتون رو ما پرداخت میکنیم و من مسئول کارهای شما هستم. Genau, und unser gemeinsames Ziel ist es halt, dass wir sie langfristig in Arbeit vermitteln. و هدف ما اینه که در دراز مدت کارهای رو امکان پذیر بکنیم که شما بتونین شاغل بشین و کار انجام بدین، یعنی کار بکنین اینجا. Dafür würde ich dann gerne kurz was zu Ihrem beruflichen Werdegang hören. Vielleicht können Sie mir kurz erzählen, was Sie in Ihrem Heimatland beruflich gemacht haben. Herr Nixert hat mich noch kein einziges Mal angeschaut. Warum nicht? Ich würde gerne sehen, ob er mich versteht. Kann er mich nicht wenigstens anschauen, wenn ich mit ihm spreche? Er reagiert überhaupt nicht auf mich. Irgendwie irritierend. Ich habe in Iran als Mechaniker und Schweißer gearbeitet. Und ich hatte eine oder andere Jobs habe ich auch gemacht, aber das waren alles freiberuflich. Okay. Und wie lange sind Sie jetzt schon hier in Deutschland, Herr Nixert? Was da gerade abläuft, kann sehr irritierend sein. Für das Verhalten des Klienten kann es verschiedene Gründe geben. Mit Ihnen als Person dürfte es aber in der Regel nichts zu tun haben. Umso wichtiger ist es, dass Sie den Klienten weiterhin ganz normal ansprechen und sich in Ihrem professionellen Verhalten nicht verunsichern lassen. Nein, noch nicht. Ich besuche noch keinen Deutschkurs. Okay. Gut, das schauen wir dann mal. Dann gucken wir sonst kurz noch mal einmal am Computer, ob Ihre Daten hier alle stimmen.